Hallo, schön, dass ihr zuschaut. Für meinen Lasercutter habe ich mal versucht, die Schneide- und Gravurparameter herauszufinden. Dieses hier sind nur meine Erfahrungen und Einstellungsversuche. Ich gebe keine Garantie, dass diese auch bei euch passen. So, ich habe mir dazu einfach mal ein Rechteck aufgezogen und die Höhebreite angepasst. Um Füllung darzustellen, geht man im Menü Bearbeiten auf Einstellung und aktiviert gefülltes Rendering. Über die Array-Funktion gibt man in die X-Richtung 8 Spalten und in die Y-Richtung 4 Reihen ein. Mit dem Textwerkzeug setzt man nun die Beschriftung und vervielfältigt sie ebenfalls mit der Array-Funktion. Eine Kopie für den Seitentext und vervielfältigen mit dem Array. Von rechts nach links reihenweise eine Auswahl über die Rechtecke ziehen, um sie mit Farbe in unterschiedliche Ebenen zu unterteilen. Die Farbe aus den Farbfeldern unten ist frei wählbar. Im Schnitte-Ebenen-Register entstehen nun automatisch die Ebenen. Die Texte werden oben nach Leistung in Prozent geändert und seitlich in Geschwindigkeit in Millimeter pro Minute. Über das Menü Fenster öffnet man den Reiter Formeigenschaften. Hier gibt man die Leistungsstärke für die jeweiligen Spalten an. Spalte markieren und den Wert Leistungsskala dem Prozentwert angleichen. Ich wechsle wieder zum Reiter Schnitte und Ebenen und zeige euch die Parameter der jeweiligen Ebenen, die ich verwendet habe. Geschwindigkeit in den Reihen 2400, 1800, 1200 und 600 und die Leistung jeweils auf 100%, da diese ja in den Formeigenschaften als Leistungsstärke schon vorgegeben sind. Mit ausgewählter Farbe Rot kann man auch noch eine Schnittlinie anlegen, vielleicht auch noch die Ecken ein wenig abrunden. Das ist hübsch. Und unter dem kleinen Monitor oben Preview schaue ich mir dann gerne schnell nochmal die Vorschau auf das Lasern und die Brenndauer an. Bevor ich gebrannt habe, habe ich meine Datei noch etwas modifiziert, da die letzten Brennergebnisse dort einfach zu stark sind. Dafür habe ich mir die letzten 6 Rechtecke nur als Linie auslasern lassen. Markieren, neue Farbe auswählen und Werte anpassen. Da die Ebenen von oben nach unten abgearbeitet werden, also nicht vergessen, die neue Ebene oberhalb von Schnittebenen zu platzieren. Dafür die Pfeile rechts neben der Ebene benutzen. Ich verwende hier Pappelbastelsperrholz mit einer Dicke von 4 mm. Schlitten ausrichten, den Abstand zum Holz einstellen, den Platz mit der Funktion Leerrahmen testen. Ganz wichtig, immer die Augen schützen und die Brille aufsetzen. So, damit es nicht langweilig ist, spiele ich das alles mal ein bisschen schneller ab. Man sieht jetzt recht deutlich, wie unterschiedlich sich die Leistung und Geschwindigkeit auswirken. Bei den stärker gebrannten merkt man auch eine Vertiefung. Da ich von anderen gehört habe, dass der Laser an Leistung verliert, wenn man ihn auf volle Kraft laufen lässt, bleibe ich mal weiter auf maximal 80% Leistung. Für meine Schnittparameter habe ich mir eine ähnliche Zeichnung erstellt. Dort bleibe ich bei der Leistung von 80%, oben die Durchgänge, links die Geschwindigkeit. Für die Ebenen die Geschwindigkeit und die Durchgänge aus der Tabelle übernehmen und die Leistung bleibt bei mir immer auf 80%. In den Formeigenschaften sollte der Wert Leistungsskala natürlich wieder auf 100% gestellt werden, da für diese Einstellung natürlich keine unterschiedliche Leistungsminderung benötigt wird.
Der Brand ist fertig und man sieht sehr deutlich, dass die Anzahl der Durchgänge pro Geschwindigkeitsstufe stark erhöht sind. Bei einer Geschwindigkeit von 1200 mm die Minute reichen die Durchgänge nicht. Erst wie oben zu sehen, bei 15-16 Durchgängen fiel der Kreis raus. Da die letzten Kreise nicht wirklich raus wollten, habe ich einen zweiten, kleineren Schnittparametertest gemacht. Das Ergebnis ist überraschend, denn schon vor Ende der Durchgänge fielen die Kreise raus. Aber darauf gehe ich noch einmal später ein. Aus dem Netz habe ich mir eine Vorlage für Untersetzer zu Testzwecken besorgt. Mit dem Schneiderergebnis bin ich sehr zufrieden, aber die Bräunung vom Rand ist schon sehr sichtbar. Masking Tape soll helfen. Ist aber ungemein teuer. Mit einem Stück Papier und einem leicht lösbaren Sprühkleber habe ich dann einen Test gemacht. Das Papier ist nicht verbrannt. Und nach dem Abziehen kann man gut sehen, wie es das Holz geschützt hat. Ich finde, das Ergebnis ist recht schön. Und dann ging nichts mehr. Ich erstellte mein Logo als Schnittdatei und fing an zu lasern. Erneute Schnitte versetzten sich sogar. Geschwindigkeit verringern, Durchgänge erhöhen. Selbst die Lasergravur war zu schwach. Dafür haben wir den Laserkopf vom Gestell abgebaut.
und mit Isopropanol und ein paar Wattestäbchen den Laser gereinigt. Zuerst die Schrauben rechts-links lösen. Nun lässt sich die Sicherheitsblende herausziehen. Jetzt die Anschlagsschraube lösen. Sie fixiert die Position der Sicherheitsblende. Nun die unteren Schrauben lösen, um den Metallschutz des Lasers zu entfernen. Mit der einen Seite des Wattestäbchens und etwas Isopropanol den Laser vorsichtig reinigen und mit der anderen Seite trocknen. Jetzt bauen wir ihn wieder zusammen. Metallschutz einlegen und Schrauben dafür anziehen. Die Anschlagsschraube wieder einschrauben. Die Sicherheitsblende aufsetzen und mit den Schrauben fixieren. Aber vorsichtig, wenn man zu stark anzieht, springt das Plexiglas. Das Schnittergebnis ist nun wieder sehr sauber und gleichmäßig und meine Parameter stimmen wieder. Und nun komme ich nochmal auf meinen zweiten Schnittparametertest zurück. Diesen hatte ich erst nach meiner Reinigung gemacht, daher war das Ergebnis so überraschend gut. Ich hoffe, mein Video war nicht allzu langweilig für euch. Demnächst möchte ich weitere Tests mit anderen Materialien und Formen machen und ein wenig eigenes entwerfen. Wenn ihr mehr sehen mögt, abonniert mich. Bis bald, dicke Feuerküsschen, Dragon Cut.